Na komm. Oh, ich glaube, ich habe ihn gerade beim Essen gestört. Du hast gerade gesehen, wie er einfach nur den Sand angegrabbelt hat. Hey. So. Da hinten ist ein Skelett. Wir müssen in die Richtung. Aber ganz ehrlich, ich will erstmal dahin. 1 Million Abos. Oh, da. Das ist natürlich echt krass. Da hat er natürlich auch schon ein bisschen was hingekriegt. Großen Respekt vor den Leuten, die sowas schon geschafft haben. Ja, du hast mich gesehen, du böses Skelett, aber ist mir egal. Ich sehe dieses Eisenerz hier. Und es ist kein Eisenerz, es ist Gold. Kann ich aber nicht nutzen, während ich kämpfe. Na komm. Du fleischloser Verlorener. En garde! Salamander! Schön, dass du da bist. Achso, okay. Na komm. Jetzt hat er uns natürlich entdeckt. Zack. Und ab in den Rippenbogen. Sehr nice. Hey, roll dich davon, ich will dich noch plündern. Danke, jetzt kannst du weitermachen. Wollte dich nicht stören. Ach ja, 2000 Zuschauer auf Twitch, das ist natürlich echt krass. Das ist eine Zahl, die ich mir noch gar nicht vorstellen könnte. Wir sind hier unser kleiner familiärer Stream, wo ich mich mit jedem unterhalten kann. Oh nein, dieser Stein hat Grafikprobleme. Oh Gott, nein. Alles sieht wunderschön aus und dann gibt es den hier. Was ist denn los mit ihm? Warum tut er sowas? So. Oh, ich sehe einen Drachenhort. Also rein von der Symbolik her. Ich bin mal echt gespannt, was in dem Spiel hier ein Drachenhort sein könnte. Fail. Was, wieso Salamanden? Hä? Da finde ich auch, dass er 2000 Menschen wo kaum mitreden kann. Ja, es kommt halt stark drauf an. Also es gibt ja auch andere große Streamer, wenn ich jetzt beispielsweise an Funk Royal denke oder Royal Funk, je nachdem, ob bei YouTube oder bei Twitch. Oh. Der schafft es auch trotz hoher Zuschauerzahlen. Okay, ich wollte gerade sagen, ne? Der schafft es halt trotzdem, mit den Leuten in Kommunikation zu bleiben. Und das finde ich immer wieder sehr erstaunlich. Trotz Masse der Leute. Alter, nimmt ja gar nichts an Schaden. Ja, nee. Nee. Ja, bei Gronkh ist natürlich, der hat aber auch mehr als 2000 Leute da, wenn er streamt. Weit mehr als 2000 Leute. Der gute Herr Gregor Onk. Lass mich in Ruhe. Also da können wir noch nicht hin. Das fürchte ich, da sind wir noch ein bisschen zu klein für. Epische Kampfmusik. Ja, genau. 22.000 manchmal. Das ist halt einfach übertrieben heftig. Aber was soll's? Also ich meine, er hat es ja auch erarbeitet. Das ist ja gerechtfertigt. Und von dem her. So, was haben wir hier? Ein Hasen, ein paar Hühner. Hallo. Flussheim, Mareks Hof. Hey, Marek. Na? Was bist du denn? Alter, du siehst ein bisschen stoned aus. Was ist das denn? Was ist das denn? Alter. Nee, das kannst du doch nicht machen.
Da esse ich erstmal eine Biene drauf. Und schmeißt mir 3 Kürbisse in den Kopf. Der denkt sich auch, was macht der da? Ey, Marek! Ja, ey, ohne Witz, was war das? Ich habe mir auch gerade gedacht, so, hä? Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Ja, von mir aus, klar. Naja, ich habe was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Ja, klar. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Ja, was hab ich denn davon? Warum fragst du das, fragst du dafür mich und nicht deinem, ich weiß nicht, dein Vater, deinem Schwester? Ich könnte gefährlich sein. Da hat er recht. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Okay. Na dann, ja, zeig mal. Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit. Die haben wir im Kleinen schon gesehen gehabt einmal. Da waren sie niedlich. Einmal um das Huhn rennen, das ist ganz wichtig. Das mache ich jetzt auch. Und weiter geht's. Lol, wie konnte ich das denn übersehen? Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Ja, bestimmt, eine Büchse. Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Okay. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Spitzbartmann? Was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Ah ja. Ein Junker. Ich glaub schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Naja, wenn der immer wieder kommt, dann wird er ihm wohl ein bisschen mehr schulden, ne? Aber gucken wir uns das mal an. So. Mit einem Dietrich geht das nicht. Tja, solche Rätsel kenne ich schon von Devil May Cry von früher. Ach nee, was soll das denn? Was denn? Das sind keine Groschen, das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Alte Notiz. So. Was haben wir denn für eine alte Notiz? Ich habe 2 alte Notizen schon. Erhaben, stolz und voller Kraft. So weilt er für den Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not. Auf unserem Pfad bis in den Tod. Okay. Ja, super. Und? Hast du was? Sieht nach einer Art Gedicht aus. Ein Gedicht? Was, wenn das ein, wie heißt das, ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Ja, das Segen da. In der Not. Das... Ach, Menno, wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ja. Den im Gedicht beschriebenen Ort finden. Ich habe jetzt keinen neuen Questmarker. Alte Notiz.
Erhaben schloss in voller Kraft, sobald er für den Tag und Nacht Spindelsegen in der Not auf unserem Pfad bis in den Tod. Ja, gut. Könnte natürlich jetzt irgendwie so ein Dingens sein. Ich habe ja hier den alten verlorenen Kreis. Myradenturm an der Sonnenküste. Ha. Ich wüsste jetzt nicht, was das sein soll. Ich meine, hier ist ein Schrein scheinbar. Da lagen auch so ein paar Münzen rum, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenen kahlen Baum. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn man diesen Zettel nicht hat und diese Quest nicht kennt, weil dann wird das wahrscheinlich der zweite Hinweis sein, wie so eine Schatzsuche. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhabenen kahlen Baum. Im Westen, also hier. Am Anfang. Also hier vielleicht irgendwo. Das interessiert mich jetzt. Dann rennen wir zwar jetzt zurück, ich weiß. Aber. Vielleicht finden wir ja was. Ich glaube nicht, dass es das hier gemeint ist, ne? Da kann ich ja fast reinfallen, oh nein! So, ne, wie gesagt. Ah, ne, Quatsch. Ich will immer auf Shift für Sprinten gehen, aber hier in dem Spiel ist es ja auf Alt. So. War hier das nicht auch mit dem... Nö. Das hier wird das auch nicht sein, denke ich. Oder? Nö, ne? Nö. Ich denke mal, das wird da vorne sein. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenen kahlen Baum. Also müssen wir quasi nach einem Baum suchen, der keine Blätter trägt. Erhobenen kahlen Baum. Aber erstmal sehe ich jetzt gerade, dass hier so eine Erzader ist. Und das nehmen wir mal mit. Einfach, weil wir es können. Zack. Und leer ist die Ader. So. Erhobenen kahlen Baum. Dann müsste das ja eigentlich relativ offensichtlich sein, wenn wir irgendwie so einen Baum sehen, der keine Blätter hat, wie beispielsweise der da. Oh nein, ich bin schwer, ich gehe unter. So, ist meine Vermutung richtig? Also das wäre hier so ein Baum, der herausragt und kahl ist. Muss ich jetzt auf den Felsen drauf? Im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum. Aber gut, die erste war auch in Anführungszeichen relativ nichtssagend. Gucken wir einfach mal, ob wir hier drauf kommen. Au. 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 Oh. Nee, das nicht. Wie jetzt? Wieso trifft das nicht? Verarsch mich doch nicht. Sind die schon tot? Also getroffen hätte ich.
Na komm her, du. Ein böses Krabbi ist erschienen. Jetzt nicht mehr. Also wie man sieht, treffen kann ich scheinbar ganz gut. Aber wenn das jetzt entsprechend schon alles war, müssten wir nicht irgendwie noch einen Hinweis kriegen? Weil das hier muss der Ort ja sein. Da müssen wir trotzdem noch irgendwie so einen Hinweis kriegen. Gucke zu deiner Linken oder sowas. Und wenn das schon imposant ist, was ist das dann bitte für eine Krabbe? Die lebt aber nicht mehr, oder? Nee, die lebt nicht mehr, aber alter Falter. Holy fuck. Das gäb was. Hm? Ah. Ja. So, wie gesagt, ich werde jetzt mal darauf klettern. So. Hier ist ein Häuschen. Ne, hier ist so eine Mine oder sowas. Ah, schön, eine Eispranke. Oh nein, ich kann nicht in diesen Brunnen fallen. So. Hup. Hier ist auch ein großer Baum. Hier ist aber nichts. Hä? Pilz. So. Ich meine, das Haus sehe ich, das ist auch kaputt. Jeros Haus entdeckt. Okay, hier war auf jeden Fall der Gelehrte quasi. Soll ich mal anklopfen? Ey, guck mal. Sie steht da und wartet auf uns, die Grubenratte. So. Das nehmen wir mal mit. Irgendwie sieht die ja so ein bisschen niedlich. Okay, da wir echt verdammt wenig Dietriche haben. Nice. Stab der Heilung. Ein Besen, darauf können wir wegreiten. Yeah. Hm. Set-Gegenstand. Fußstapfen des Vielgereisten. Haben wir die nicht auch? Verdorbener Käse, okay. Königsmet. Alles klar, Avery, dann dir soweit noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Oh. Wieder eine. Nice. Lockt 7 mehr Mana. Das ist eigentlich ziemlich Schwachsinn für uns. Aber was wir haben, haben wir halt. Ist hier irgendwo noch ein Radrad? Ja. Zack.
nehmen wir das auf jeden Fall mit. Das wäre bitter, wenn er als allererstes sich erstmal in den Fuß schießt. Kleiner Rucksack, Lederharnisch, nice. Also wir haben auf jeden Fall schon so ein paar Sachen, die wir bauen könnten, rein theoretisch. Wenn wir denn irgendwie mal wahrscheinlich in der großen Stadt ankommen würden. Hier ist ein Sack. BB-Dachel. Aber ich schätze Simon für intelligent genug ein, dass er sich nicht sofort in den Fuß schießt. Das wird er erst nach so 2-3 Wochen machen. So. Aber nichtsdestotrotz. Ich meine, von hier aus sieht man das Ding, ja. Wenn das der Schatz war mit 30 Münzen, dann wäre das ja auch passend. Aber die Quest geht halt nicht weiter, weil wir hier nichts triggern können. Warte mal, ist da was? Nein, das ist einfach nur ungünstig positioniert vom Mapping her. So. Hier an dem großen Felsen selber sehe ich auch nichts. Das ist natürlich bitter. Vielleicht hier an den Steinen? Also die Person erzählt ihm was, was er nicht so richtig glauben kann. Offensichtlich. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum. Aber das müsste doch das hier sein. Das ist ein großer Fels. Ich meine, wir können noch weiter umschauen, ob da vielleicht... Hallo? Ich hab dich nicht übersehen. So. Noch ein neues Schloss entdeckt. Ja. Und er geht direkt erstmal flüchten. Huch, daneben. Whitecom meldet sich zur später Stunde nochmal zu Wort. Alles klar. Willkommen zurück. Und ich begrüße überschwänglich stürmisch den guten Herrn Whitecom. Hey. Ja. Aua. So, wir können ja nochmal weitergehen. Aber hier ist auch kein hoher, erhobener, kahler Baum. Aber ich habe hier gerade noch irgendwo so ein Krapp-Krapp gehört. Da! Hallo. Na du? Hey. Na komm! Yeah! Zack! Hier sind auch hohe Felsen, aber keine kahlen Bäume halt, ne? Was? Na komm. Genau, hau erstmal schön.
Ich bin noch am Anfang, weil ich habe das heute erst runtergeladen. Herzverladestelle entdeckt. Also sprich, wir haben das Spiel gestartet und sind jetzt noch nicht wirklich nicht groß weit gekommen. Ist aber auch ein Live-Let's Play, das heißt, es wird auch auf jeden Fall auf YouTube online gestellt werden. Weil es wird zwar ein paar Stunden noch wieder dauern, bis wir damit durch sind, aber ganz ehrlich. Oh. Das Spiel wirkt so, als wenn es das wert wäre. Und dadurch, dass wir mit Skyrim selber ja komplett durch sind, ist das auch nicht weiter verkehrt. Wir haben immer noch Kampfmusik, aber die Frage ist, warum? Hi. Erlings Metallismus. Gibt es hier vielleicht noch einen Gegner, den ich komplett übersehe gerade?